So, und Voll da sind wir wieder bei versagt. Minecraft. Gut. Unbedingt wieder Por Favor da reinbringen, dankeschön. Ja. Der gehört in jedes Projekt, der Typ. Den mache ich da nicht mal rein, das weißt du auch. Fuck you. Paul, wir wollen kein trotzdem in jedes Projekt. Hallo Skelett, hallo Zombie. Wenn du hier wieder hochkommst, kannst du ja deine Meinung dazu mal sagen. Ja. Wir bringen gerade ein Skelett einen Zombie um und der Zombie bringt. Okay, das Skelett hat den Zombie umgebracht und ich habe einen Bogen. Auf welcher Höhe bist du gerade? Okay, dann ist mein Verdacht doch falsch. Ich denke drüber nach, ob wir einen Steinzaun verwenden. Bei der Scheune? Ja, aber andererseits ist das irgendwie auch nicht so. Bei der Scheune ein Steinzaun. Ja. DDR-Schafe und so oder was? Das ist kein Betonzaun, das ist ein Steinzaun. Das ist ein Unterschied. Gute Geräusche, die ich da draußen höre. Hörst du die auch? Ja, ich, ja. Ach nee, ich wollte hier auch noch. Ach nee. Einen weißen Zaun. Den baue ich ja für die Fenster. Der weiße Zaun hört sich irgendwie an wie keine Ahnung was. Hier passiert wieder nichts. Ja, aber ich wurde gerade auch zurückgeleckt. Ich wurde rausgeschmissen. Ich seh's. Ich finde gut, dass ich das umgeändert habe, das Bild. Wird das umgeändert? Hä? Ich hab's doch umgeändert zu Afro-Can. Achso, das. Ich dachte, du hättest das noch cool umgeändert. Wann soll ich das getan haben? Ja. Man hört einfach nur irgendwo immer irgendeine Explosion. Gut, dass ich das bis hier oben immer höre. Ich bin ja gerade bei Höhe 22. Ich bin 64. Ja. Und habe ich Lava gefunden? Ja, ich habe Lava gefunden. Und eine relativ große Höhle. Redstone. Lapis Lazuli. Machen wir mal so. Natürlich. Und ich hätte etwas mehr Holz mitnehmen sollen. Für Fackeln. Ich nehme das hier nochmal mit und gehe dann wieder hoch. Dann könntest du dir das hier mal angucken. Nee. Nur hochgehen, nichts schauen. Ich habe mir gerade auf sich selbst angezündet. Und ich gehe wieder hoch. Ich gehe mit meiner Latrine und eine Latrine mit mir. Natürlich habe ich jetzt in dem Moment wieder keine Fackeln. Dort oben leuchtet die Birne. Und unten, da leuchten wir. Warum ist hier ein Zombie im Haus? Was? Hier ist ein Zombie im Haus. Nandate!
So. Hier ist zu dunkel. Nehmen wir jetzt mal die Fackel, die da die ganze Zeit bei dem Huhn ist, und setzt die woanders hin. Oder kommen die immer von oben runter? Weil hier komplett kein Licht hingepackt wurde. Guck's dir mal an da. Moment. Geh am besten höher, da kann man es besser sehen. Hier. Gut. Ich hab dich nicht mal dahin geworfen, das warst du selbst. Also ich. Ja. Ne? So stelle ich mir normalerweise dass ich keine Scheune vor, aber okay. Das ist halt eine Scheune, wo du an beiden Seiten dann einteilen könntest. Okay. Dann könnten wir das hier nochmal zu einem großen Gebiet machen, wo wir die dann rauslassen könnten. Das Ganze dazwischen. Ich leg mich ins Bett. Ich auch. Ich brauch Essen. Und Holz. Wäre jetzt irgendwie blöd, wenn ich für den Never extra bezahlen müsse. Na. No. Einfach ein extra Server für den Never. Ja. Eins, zwei, Haferbrei. Kirby ist ein cooler Typ. Ja. Wir haben immer noch keine Erzekiste. Ja, du wolltest doch auch keine. Du hast gemeint, ja, tun wir oben hin. Tun wir dann dahin, wo wir alles craften, habe ich gesagt. Könnten wir sowieso unten extra einen Raum für machen. Ich habe auch kein Holz für eine Kiste. Warum ist da hinten jemand mit Pfeil und Bogen? Das ist kein Skelett. Das ist kein Skelett, das ist ein Typ. Pillager? Ein grüner Typ. Wo bist du? Hinter unserem, hinter unserer Scheune. Siehst du den? Wo? Der da. Ach, das ist so ein Frostwalker-Typ, die in Eisgebieten spawnen können. Zombies. Oder Eis. Siehst du den in Game of Thrones? Hallo? Ein Slowness-Error gegeben. Seit wann gibt's die? Die Kühe könntest du eventuell schon hier reintun, obwohl eigentlich nicht. Wir brauchen die erstmal noch außen drumrum. Ich zieh die trotzdem rüber. So weit werden sie ja wohl nicht gehen, denke ich mal. Es sei denn, die haben so, ich muss nach Hause, Mentalität. Wie kann man sowas haben, ey? Geht doch nicht. Irgendeine Kurz sich losgerissen. Du kommst mit. Das wollte ich. Und jetzt anzünden. Mhm.
Gut, dass die Kuh hier direkt rausspringt. Ja, die weiß, was sie will. Was sie will, ist Krieg. Und Koch. Jetzt haben wir gerade schon Blue Random von Vincent van Gogh geredet. Hä? Da gibt's in Folge 8, glaube ich, ist das, oder 7? 7. 7? Ich glaube 7. Wird einfach random über Koch geredet, obwohl der irgendwie 200 oder 300 Jahre später erst passiert ist. Japan? Van Gogh. Japan. Van Gogh. Japan Van Gogh. Ein bisschen Unsymmetrie ist immer gut. Kommt drauf an. So, ich mach das dann mal in denselben Dingens wie du das hast und dann sperre ich die schon mal dort ein. Dieselben was? Dieselben normalen Holzzäune wie du sie hast. Let the force of love take you higher. Stirbt einfach beim Singen. Fighting God! Hallo, singt so ein. Keine Ahnung, Asthmatiker, der singen muss. Ach, stimmt, ich brauche ja Nahrung. Also, wir hatten. Bis vor kurzem eine Menge Brot. Ja. Apropos, das wäre zu viel, sieht teilweise fertig was. Ja, ich kümmere mich jetzt aber erstmal um was anderes. Ja, aber ich kümmere mich gerade um das wäre zu viel kurz. Mach doch mal so lang, wie das Haus ist bei uns, ne? Okay. So, und das nächste Together-Projekt wird der Landwirtschaftssimulator. Aber nur mit dem echten Bugatti. Lamborghini. Dem Jojo-Charakter Bugatti. Wie geht es den Jojo-Charakter, der Bugatti heißt? Gibt's einen, weiß ich nicht. Wie sagt er es dann? Das toll wäre. Ich kann schon wieder nichts aufheben. Ja, ich kann auch nichts essen. Okay, jetzt dürft ihr wieder gehen. Warum wurde mir jetzt geschrieben, also der aus Death Note? Ich kann schon wieder nichts aufheben. Gut. Guter Server. Nitrado.de. Kommt mir irgendwie vor, als wenn die Dinosaurier, die Minecraft-YouTuber favorisiert werden. Das geht gar nicht an, Junge. Wie gesagt, von dem, was ich bisher alles über Nitrado gesehen habe, bist du immer ein Cointos. Manchmal ist's gut, manchmal ist's. Ja. Coitus. Ja. Ganz genau. Rasengold. Rasengold. Rasenga. Placenta. Was hältst du denn vom Bing Bong Theorem? Habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Ich sollte eine funktionstüchtige Spitzhacke mitnehmen, wenn ich rummeinen gehe. Schön, dass du wieder immer auf Abenteuer gehst und ich mich ums Haus kümmere.
Wie immer. Ich habe mich vorher auch ums. Ich war der Erste, der sich ums Haus gekümmert hat. Ich habe ihnen das Licht gebracht. Ich allein. Ich habe uns erstmal eine Nahrungsversorgung geholt, von der ich mich selber nie bediene. Jetzt kümmere ich mich um die Tiere. Weil ich Direktor Tierlieb bin. Detektiv Tierlieb. Meinst du eigentlich, dass der Typ irgendwie für viel ist? Ja, ich meine so viel. Dass der wäre übrigens ein toller Plot-Twist, wenn der pädophil wäre. Einfach ohne Grund. Hallo Otto. Oh, ich stelle mir gerade vor, wie der irgendwie mit Otto im A gefunden auf otto.de. Toi, toi, toi. Wie hat er seinen Namen bekommen? Hat er den davor bekommen oder danach? Oder war der schon immer halt so ein Direktor? Ja. Seine ganze Familie. Mag der Tiere? Einfach so, weil der Tiere mag, ist er jetzt tierlieb oder was? Ja. Nee, andersrum, der hat sich gedacht, boah, ich heiße tierlieb, das werde ich. Ich heiße tierlieb, das werde ich. Ich werde jetzt mal ausnahmsweise tierlieb. Oh Junge, woher kam der eigentlich? Was ist Dr. Tierlieb überhaupt? Dr. Tierlieb. Direktor, keine Ahnung. Warum? Mir sagt der Name nichts. Warum läuft dir jetzt ein freies Huhn einfach rum? Was? Hier in unserem Dingens. Gut. Du musst auf jeden Fall ein paar mehr Fackeln machen, das wäre toll. Okay. Ich glaube, ich mach das bis hierhin. So. Da kommt schon ein Creeper an, natürlich. Ich ding Gold. Goldo. Wer kann schneller bauen? Wer kann schneller laufen? Oh fuck. wer kann schneller pfauchen? Klar, warum nicht? Arschloch. Ich meine, bei mir sieht man es wenigstens nicht. Bei mir jetzt auch nicht mehr. Wo bist du? Ach doch. Hier macht ihr Fackeln damit. Gut. Übers Meer. Wieso muss ich daran denken? Ich freue mich schon, wenn wir endlich Kartoffeln haben. Immerhin ist das Huhn zurückgekommen. Wenn wir Kartoffeln haben, werden wir nur noch Kartoffeln essen. Ja. Immer nur gebratene Kartoffeln. Tag ein, Tag aus. Weißt du, das ist nicht gut für den Körper. I'm already dying. I don't care. He's already dead. Ach komm schon. Fuck you. Jedes Mal, wenn ich hier ein bisschen baue. Oh, ich bin ein Creeper, ich komme jetzt mal zu dir. Na, wie geht's dir denn, Arschloch? Guten Tag, ich bin betrunken. Mir fällt mir schwer, jetzt unehrlich zu sein. Wieso muss ich jetzt an Watamote denken? Welches Opening? Was? Welches Ending? Gute Ending. An was denkt man denn sonst bei Watamote? An den schönen Pigtail-Haarschnitt. Von wem? Von ihr.
Tomoko. Welcher Pigtail-Haarschnitt? Den, wo die Brille auf hat. Dieses hässliche Viech. Ja. Genau das. Das ist mein King. Ich meine, das hat die gemacht, damit die nicht von ihrem Bruder erkannt wird. Ja. Das ist sein King. Da ist sehr viel kinky Zeugs drin, die sagt dem auch einfach mal fertig. In einer Folge pisst sie rein. Geil. Und einfach sagt Grund, dem, der soll die mit zum Klo bringen. Wem? Den Direktor Tierlieb? Ja, die hat Angst im Dunkeln. Direktor Tierlieb? Ja, die hat auch Geil. Angst im Dunkeln. Kommt immer Batman. Hat die Angst vor Direktor Tierlieb? Ich glaube, jeder hat vor dem Angst. Wieso sollte jeder vor Direktor Tierlieb Angst haben? Wer ist es überhaupt? Das ist immer nicht. Das ist der Typ aus Benjamin. Ja, wieso soll ich sonst Otto sagen? Der ist Otto. Wie kann man Otto nicht kennen? Ich kenne Walkes, aber... Ich kenne Walkes. Wo bin ich hier? Bin ich? Hör auf mich anzuballern. Piss dich, piss dich. Irgendwie kommen die mir vor wie die Personifizierung von Voldemort. Die Skelette? Ja. Die laufen irgendwie auch so. Gut. Ich glaube, ich werde hier drin einfach mal so machen. Weißt du, was ich bin? Piskes. Weißt du? Nee. Ich meine ja, aber nee. Wirklich? Ja, ich bin Fisch. Piskes. Piskes Königsklasse. Piskes. Biskuits. Pitzquitz, Pitzquitz, Pitzquitz. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Pitzquitz. Nee. Pickquiz. Den Weg nach draußen anscheinend. Nee, da ist was. Ich habe hier mal diese stehende Lampen gebaut, ne? Okay. Damit hier drin nicht einfach irgendwas spawnt. Stehende Lampen, was? Weil ich auch hinten bei uns im Feld gebaut habe. Weil hier ist ja eine große freie Fläche, wo halt kein Licht ist. Willkommen, 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 Sonnenschein. Da muss ich gerade an dieses Lied denken. Das habe ich noch nie gehört. Hey, up in the Süden. Schon. Aber vorher. Sonne hinterher. Ja, was geht? Sonne hinterher. Ja, was geht? Und ich sag. Ich habe noch ein Hühnchen geholt. Okay. Dann können wir das auch irgendwann anfangen zu züchten. Das eine Huhn, das andere nicht. Ich meine, theoretisch kann man aus einem Huhn unendlich viele Hühner machen.
Musst du jetzt gleich mal sagen, ob das gut aussieht. Okay, wenn ich gerade sowieso noch oben bin. Warum habe ich das aus dem hier gemacht? Was gut aussieht. Ach so. Ja, sieht nicht aus. Eisenbarren. Ja, Metallurgie. Acquire Hardware. Metallurgie. Ulgi. Toll. Scheiß drauf, mache ich einfach hier mit. Am Montag traf ich Herrn Mohn. Ich finde auch schön, wie hier die Hühner halt mit den Kühen so ein richtig großes Gehege haben. Und dann siehst du die eingesperrt. Guck mal, das werdet ihr nie haben. Aber dafür sind die ganzen Tiere, die hier frei rumlaufen dürfen, auch alle über einem, ich sag mal, Vulkan. Ja. Am Dienstag hatte ich Dienst. Hattest du das? Mittwoch war es die Mitte der Woche. Ich finde schön, wie das die Betonung. Am Donnerstag hat es gedonnert. Diese scheiß Betonung, ey. Ja, am Freitag hatte ich frei. Am Samstag, da Kommt kam unter das dann. Erze auch schon das, was bearbeitet wurde? Ja. Gibt es noch irgendwas anderes, für das wir Lava bräuchten, theoretisch, außer Bauen und Dings? Egal. Egal, fuck it, ich mach die Lava hier weg, weil die stört uns beim Mining. Die direkt unter unserem Dingens war. Ne, die auf Ebene 10 war. Das ganze Obsidian baue ich jetzt weg, ja. Oh, Gold. Gold hat irgendwie nur einen guten Zweck. Ohr. Ganz genau, Äpfel. Für Äpfel. Einfach nur für normale Äpfel. Ganz genau. Wieso gibt es eigentlich Stonehenge, aber kein Stonemensch? Hensch. Das haben die sich Hä? so gedacht. Hensch. Hensch! Das haben die gesagt, als sie das Stonehenge angebetet haben. Hensch! 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 So, ich muss den da hinten jetzt noch ein Dach drauf bauen. Ich finde schön, wie die ganzen Kühe da unter sich sind. Da Die ist gerade planen unter was. sich. Die plotten was. In the name of the Samurai! Dieses blöde Skelett, das hier die ganze Zeit immer wartet, um auf einen drauf zu schießen. Ja.
Wie denn mich das Opening, also nicht wieso. Wieso ist eigentlich klar, aber das Opening von Samurai Champloo erinnert mich irgendwie immer sehr an Afro Samurai. Wobei ich sagen muss, es wäre cool, wenn Mugen auch von Michael Jackson, genau, Samuel L. Jackson gesprochen worden wäre. Ich frage mich gerade, ob ich das hier mit Slabs bauen will oder halt wirklich so ein normales Dach einfach drüber. Do what you want, cause a pirate free. You are a pirate. Ja, weil ich jetzt zu faul bin, da nochmal zurückzugehen, mache ich es jetzt einfach mit normalen Blöcken. Ding dong, ding ding dang. Wenn du alle deine Probleme mit Lazy Town lösen könntest. Bing, jetzt bong. Keine Probleme. Das hört sich eher nach so einem Lied an, was irgendwelche Mörder singen würden. Hey, hey, get it together. No one's lazy in Lazy Town. Bing bong. Trifft der nicht, ey. Fick dich. Bing bong. Nach dieser Folge sollten wir vielleicht dann endlich mal klären, wie das mit dem Never So ist. Kann ich gleich mal gucken, wollen wir dafür vom Server runter oder wie? Ja. Ching Chong, ich hab nen Dong. Warum können sie das nicht singen? Ich hab nen Dong. Weil die Sängerin, glaube ich, weiblich ist. Ich glaube, das kann die dann trotzdem noch sagen. Es sind progressive Zeiten. Stimmt, wurde mit einem Asiaten ausgetauscht. Von mit einem Thailänder. Staying alive, staying alive. Oh, was zu essen. Gut. Das meinte ich jetzt nicht mit zu essen. Was ist das, deine Charakter aus Stardew Valley? Was? Gib mir einen Charakter in Stardew Valley, wenn du dem einen Amethysten oder so gibst, dann sagt die, hey, woher wusstest du, dass ich Hunger hab? Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Aber die Zuschauer nicht. Stoner-Kiddy. Bob? Stoner-Kiddy Bob. Ghost. Ich nutze die übrigen zwei Weizen mal, um die Kühe zu vermehren. Okay. Ich finde immer noch gut, dass uns haben wir gerade schon Blue Hitler einfach Gras an Bord. Wenn du kein Gras auf deinem Grundstück hast, dann hast du auch kein gutes Grundstück. Das ist der Kampf, um alle Kämpfe zu beenden. Eigentlich nur noch Schweine und ich sehe da hinten Schwein. Ja, aber die können wir noch nicht vermehren, weil man dafür Karotten braucht. Ist ja nicht so, als würden wir die dann nicht irgendwann auch kriegen. Dann kommt die Wende. Gut. Unser Lader zu Ende. Unser Lader zu Ende. Unser Lader war zu Ende. Enchilada zu Ende. Ich stelle einfach so einen Typen vor, der wirklich irgendwie sowas immer singt, wenn er was fertig gegessen hat.
Dann kommt irgendwie jemand an und gibt dem neu. Nein, 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 wenn du was Neues haben willst, dann musst du singen. Und dann macht er einfach mit. Ins Weltraum fliegen und Moment erschrecken. Den Eiffelturm ausspionieren. Ins Weltraum fliegen. Friedzelzen. Die kommen nicht gerade auf Friedzelzen. Ist überhaupt so? Ich glaube schon. Deine blöden Bären hier. Von denen ich nicht einmal irgendwas gegessen habe oder so. Also ich fress die ganze Zeit. Die geben ein Dingsbalken, Hungerbalken. Wow. Ich meine, die sind nicht schwer im Stand zu halten. Soll ich mal das Huhn endlich aus unserem Haus raus tun? Okay. Ich meine, mittlerweile haben wir auch draußen zwei Hühner. Ich könnte es halt rüberführen, ich kann es auch umbringen. Du, what do you want, cause a parrot to free? Stell dir mal vor, das wäre ein Mensch. Du, what do you want, cause a parrot to free? Den wir die ganze Zeit in unserem Haus eingesperrt haben und dann so... Ja, jetzt haben wir ja neue Menschen, die wir irgendwo hingesperrt haben. Wollen wir den da auch hin tun oder wollen wir den einfach essen? Müssen auch endlich mal mit unseren Dächern fertig werden. Nicht ja. Die ganze Zeit unter der Erde irgendwas explodieren lassen. Es ist schon lange nichts mehr explodiert. Wenn ich jetzt genug Schwarzpulver und Sand für TNT dabei gehabt hätte, hätte ich was explodieren lassen. Irgendwas ist... Irgendwo passiert. Irgendwas ist innerhalb des Stalls gestorben. Okay. Da liegt ein XP-Kügelchen. Hast du da was gezüchtet irgendwann? Nein. Obwohl, ich habe da gerade eine Kuh gemacht. Aber das ist auch schon länger her. Alter, Lava, Nummer, Nummer. Das geht doch. Ja, das geht doch, das kann man doch essen. Ja, würde ich sogar sagen, das hat was, das ist, sieht zwar ein bisschen... komisch schief aus, aber es hat so seinen eigenen Charme. Schäm dich, es hat seinen Charme. Das habe ich gehört, Junge. Charme? Das Ei. Guck mal, das ist dein Ei, Junge. Was ich damit mache? Hab ich gegen den Stall geworfen. Du bist frei, Huhn! Wirft einen Fisch aus einem Aquarium. Du bist frei! Ich glaube, ich lasse den einfach hier jetzt rumlaufen. Warum sind hier jetzt vier Hunde schon oben? Die vermehren sich. Wieso habe ich das Ei wieder in meinem Inventar? Ne, das ist, glaube ich, ein neues.
pack das ganze Zeug mal weg. Außer es geht ums Prinzip. Ich bin gerade übrigens in der Schlucht. Davon gab es ohnehin immer schon eine Menge. Schluchten? Ja. Schluchzen? Ich wollte jetzt eher Palpatine machen, aber gut. Genauso macht er. Der macht einfach nur yeah. Habe ich so viel Granit. Ich kläre hier gerade eine Schlucht voll Lava. Du Fichtensetzling. Sechtling. Sechtling. Du Fichtenlüstling. Ich sehe Diamanten am Ende der Schlucht. Am Ende der Straße steht ein Haus am Meer. Was? Oder wie es noch wohl geht, keine Ahnung. Haus am See. Haus am See, Haus am See. Ein Haus am Meer wäre cooler. Ein Haus am Meer wäre cooler. Außer man hat Thalassophobie. Ich doch gleich über Kick Potowski. Kick Potowski! Ich kann mich halt wirklich an nichts davon erinnern, weil ich es nie gesehen habe. Ich hab's gesehen und ich kann mich an nichts davon erinnern. Immer nur solche Ausschnitte davon und das war's. Ich habe ein paar Folgen davon gesehen. Keine Ahnung welche. Ich denke mal, wenn das hier Dachboden wird, dann wird hier auch weniger Lichtquellen von außen sein, ne? Ja. Also werden wir dort nicht solche Fenster hinsetzen, sondern eher so auf eng und so bauen. Ja. Ich werde am Ende von jedem Dings Dachseite vielleicht ein Fenster, aber mehr nicht. Aber ich möchte hier immer noch oben so ein der Ice Bucket Challenge, siehst du? Ja. Warte, warum hast du das nicht vorher bekommen? Achso, weil du es nicht abgebaut hast. Weil ich da nämlich Wasser drüber gekippt habe. Das wird mehr Sinn ergeben. Wenn man dafür das bekommt, holy fuck. Fast in Lava gehüpft. Du könntest ja 3 Obsidian für uns holen. Wieso 3? 4. Ja. Das war auch mein Ziel. Ich möchte immer noch hier so eine Dachterrasse haben. Also so ungefähr über unserem Schlafzimmer. Naja, das wird aber nicht ins Hauskonzept, also Dachkonzept auch, das ich hatte, reinpassen. Du kannst das Dach ja immer noch da drüber machen. So weiterführen. Nee. Das haben wir auch nicht anders bei unserem Haus. Ich weiß nicht, wie das dann reinpassen würde. Sehen wir dann, sobald es Zeit ist. Also ich lieg im Bett. Ja, ich nicht, ne? Da kannst du lang liegen. Ich kann ja währenddessen mal eben gucken nach Nitrado und Never. Nitrado Never aktivieren. Wie kann man den Never aktivieren? Vanilla Standard Minecraft. In den Server Properties Allow Never of True stellen. Der
Ereignisprotokoll, Logdateien, Servercheck, Konfigurationsdateien. Ah. Game Mode Survival, Creative. Crow Trees, True. Nö. Am Ende der Straße ist ein Haus am Berg. Wo ist hier Allow Never? Ist auch Spawn Protection. Was scheinbar nicht funktioniert hat, weil wir haben uns direkt in den Boden reingegraben. So. I got the move like Jagger, I got the... Muss ich dafür den noch neu starten oder gilt das auch so? Ich schätze mal, den musst du neu starten. Aber wir können es gleich ausprobieren. Ich gehe da jetzt gerade runter. Gut, was man hier sieht vor unserem Fenster, was kommt, wenn wir runtergehen in den Keller. Ist einfach so eine Spinne direkt in dem Fenster drin. Gut. Nö, muss man erst noch neu starten. Können wir ja sowieso, weil die Folge ist eh schon eigentlich vorbei. Okay. Könnte ich mir noch mal was zu essen holen? Kann ich was zu essen haben? Kann ich was zu essen haben? Kann ich was zu essen haben? Halt doch einfach noch mal. Dürfte ich bitte was zu essen haben? Kann ich etwas zu essen haben? Enchilada Ende! Müsst ihr dann sagen. Wieso eigentlich Enchilada? Kennst du keine Enchiladas? Ich meine, ich habe noch nie welche gegessen, aber ich weiß, dass sie existieren. Warum ist die Spinne jetzt hier drin im Haus? Weil es nicht selten ist, dass man eine Spinne im Haus hat. Da ist er erst noch nicht beigebracht worden. Ja, meine Mutter hat heute erst eine getötet. War die auch so groß? Ja. Na, Huhn, willst du raus? Na, folgt mir mal. Warum? Gut, dann gehen wir wieder rein. Okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Jetzt ist da einfach der Huhnschnabel so durch die Tür, guckt mich an. Gut. Weil ich wurde direkt attackiert, als ich rausgegangen bin. Schön. Weil natürlich, wie immer, ein Skelett im Wasser steht. Man kennt es. Und man hasst es. Skelette im Wasser sind der Bärniger der Nation. Warte, Mob Drops, Bruchstein. Was? Hast du Bruchstein reingetan? Nee. Wie denn sonst? Ich weiß nicht, aber ich habe nichts da reingetan in letzter Zeit. Ich finde das umständlich, hier runter zu gehen. In die Mine? Ja. Ja. Hallo Skelett im Wasser, tschüss Skelett im Wasser. Wieso ist da ein Huhn? Warte, wie bin ich hier reingekommen? Ende. Hä? Hm? Gut. Hast du das zugebaut, du Arschloch? Nee. Nee. Doch. Also das. Ja, das habe ich zugebaut. Arschloch. Wieso hast du es wieder aufgebaut? Da brauchen wir nichts mehr. Ich hab... Hä?
Ich habe die ganze Zeit diesen Weg hier nicht gefunden. Ich laufe immer nur im Kreis. Gut. Weil ich nicht davon ausgehe, dass man nach unten geht, um nach oben zu kommen. Und ich wollte gerade mal gucken, ob da noch was war. Aber jetzt kannst du mal nach draußen gucken und dann sagen, was du davon hältst. Ist vielleicht ein bisschen hoch Moment, vom Dach. ich mach noch eine Sache vorher. Aber hat irgendwie auch seinen ganz eigenen Charme. Schäm dich. Der Hund? Nee, der Scham. Shazam. Warum ist da... Ist das eine Blume im Wasser? Was? Ist irgendwas Rotes im Wasser? Rot-grün. Hast du da eine Beere reingeworfen? Ja. Warum? Hast gedacht, dann folgt dir das Skelett nicht mehr oder was? Hä? Nee. Weil ich einen Inventarplatz brauchte. Und ich hatte nur eine Bergrippe. Genau neben diesem Skelett oder was? Ich habe das Skelett erst hinterher gesehen. Okay, ich komme und sehe es mir an. Skelett, hallo? Ja, ich weiß, dass du da bist. I noticed you. Könnten wir endlich mal das Huhn hier rüberbringen? Wo sind eigentlich die anderen Hühner? Die sind hier reingegangen aus irgendeinem Grund. Warum gehen die hier hin? Warum nicht? Scheint irgendwas Wichtiges Ja. für die zu sein. Du meintest hier irgendwas mit dem Boden könnte man ja machen. Ja. Dass man den hier einfach so etwas benutzter aussehen lässt. Das hätten die überall vollgeschissen. Nee, das wäre wieder ein anderer Block. Wo wollen wir eigentlich dann den Verzauberungstisch haben, sobald wir ihn gebaut haben? Auch eher unten. Das ist halt Unten? irgendwas, was man unten halt hin tut. Wo ist das Hühnchen hin? Welches Hühnchen? Hier war ein Hühnchen. Das, was im Haus ist? Jetzt ist das wieder im Haus. Wieso ist das wieder hier drin? Komm mit. Oder wollen wir das hier die ganze Zeit halten und Günther nennen? Okay. Hallo Günther. Komm, wir behalten den halt wirklich für immer. Der passt einfach immer aufs Haus auf. Und den Wieso ganzen willst du Hunden ihn hier, die alle Zaubertischchen? keinen Namen haben. Wieso willst du ihn Zaubertischchen im Keller haben? Weiß nicht, das ist halt irgendwas, was du halt nach unten tun würdest. Ja, warum? Ich würde den eh in der Bücherei oder so tun. Ja, deswegen ja, unten in der Bücherei. Okay. Oder meinst du oben auf dem Dachboden in der Bücherei? Keine Ahnung mehr, aber ich habe sowieso nichts vor, hier in der Bücherei zu bauen. In So, einem nur ein Bauernhaus. kleiner Raum. Wollen wir die Folge dann beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.